Die Runderneuerung bei Hansa Rostock scheint abgeschlossen zu sein. Nach dem Trainer ist nun auch der Managerposten wieder besetzt. Wobei man sagen muss, das Wort Erneuerung ist in diesem Fall vielleicht nicht ganz zutreffend. Denn der Nachfolger von Stefan Beinlich ist, wie wir sehen, ein alter Bekannter. Bis heute Mittag, kurz vor 14 Uhr, war er noch das hier, Chef der Hansa Jugendakademie. Nur eine Stunde später ist er auch der neue Manager. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, weil ich da ein schönes Aufgabengebiet jetzt drin sehe und weil ich vom Innersten heraus weiß, dass ich in dieser Situation meinem Verein jetzt helfen kann. Als Spieler und Kapitän des letzten DDR-Meisters und Pokalsiegers führte Schlünz den FC Hansa 1991 in die erste Bundesliga-Saison. Legende, Hansa-Urgestein, Club-Ikone, Juri Schlünz ist Hansa Rostock. Ich denke, viele spricht für Juri Schlünz aufgrund seiner Erfahrung, sowohl im Nachwuchsbereich. Wir haben ja viele junge Spieler in unserem Team. Zum einen, er war schon im Lizenzbereich in verschiedenen Positionen tätig. Und letztendlich ist mit dem Aufsichtsrat vereinbart worden, eine interne Lösung hier zu favorisieren. Das ist eine einstimmige Entscheidung sowohl des Aufsichtsrates als auch des Vorstandes. Der 52-Jährige kennt den FC Hansa in- und auswendig. Dreimal war er bereits Cheftrainer. Also 1968 habe ich hier angefangen, Fußball zu spielen. Da war ich 7 Jahre. Da hatte ich ein paar Fußballschuhe und bin hier über einen Platz gelaufen und habe Fußball gelernt, wo jetzt die VIPs parken. Also so lange ist das schon her. Das sind zwei verschiedene Gesellschaftsordnungen. Ich bin immer in diesem Verein geblieben. Habe aber, glaube ich, auch durch meine Arbeit bewiesen, dass es nicht nur eine Sache ist, um an irgendeinen Job zu kommen, sondern dass ich auch immer bereit war, auch Verantwortung zu übernehmen. Und jetzt ist es einfach so, dass ich dabei ein richtig gutes Gewissen habe. Und vielleicht bin ich einer der letzten ja, braven Vereinssoldaten, die es in diesem Geschäft gibt. Die erste Bewährungsprobe für den braven Juri dann am kommenden Sonntag. Dann geht's bei der Managerpremiere zum Tabellenführer nach Heidenheim. Wie werden